Religion ist einfach nur noch etwas, was dir ein positives Gefühl geben soll. Das ist die Aufgabe der Religion. Und das ist die Problematik der heutigen Zeit. Religion hat keine wirkliche Realität mehr. Es hat keine praktische Bedeutung in dem Sinn, das gibt es alles nicht wirklich. Religion ist dazu da, dir ein schönes Gefühl zu geben. Wenn du dich alleine fühlst, dann wendest du dich halt an Gott. Du brauchst halt jemanden, du möchtest nicht alleine sein. Du magst dieses Gefühl nicht. Gott füllt dann diese Leere und gibt dir ein positives Gefühl. Ich komme auch ohne Gott klar. Ich fühle mich nicht alleine. Aber wenn du ihn brauchst, dann glaub an Gott. Nimm dir an Gott. Jenseits, ja, wenn du dich verloren fühlst, wenn du Hoffnung brauchst auf ein Leben nach dem Tod, weil das Leben hier so schrecklich ist, dann glaub an den Jenseits, glaub daran. Wenn dir das ein positives Gefühl gibt, wenn du das brauchst, dann mach das doch. Ich brauch's nicht. Ich brauch das nicht. Aber wenn dir das gut tut, dann mach es. So betrachtet man hier die Religion. Religion ist einzig und allein dafür da, dir ein gutes Gefühl zu geben. Du sollst dich damit gut fühlen, wie PS4-Spiel. Ein PS4-Spiel sollte dir Spaß machen. Und wenn dir das irgendwann keinen Spaß mehr macht, ja, dann machst du die PS4 halt aus. Und genauso ist Religion. Es gibt dir kein positives Gefühl, ja, dann such dir was anderes, was dir ein positives Gefühl gibt. Das ist wirklich eine Problematik hier. Es klingt schon viel positiver. Ja, ich weiß, das hört sich positiv an. Aber wir gehen auch nicht so durch unser Leben, dass wir immer hoffen, jemand sagt uns etwas, was sich möglichst positiv anhört. Es muss wahr sein. Ob das positiv ist oder nicht, ist eine andere Sache. Aber das, was er mir sagt, das muss wahr sein.